Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde oder zu einem neuen Let's Play, besser gesagt. Und zwar Rainbow Six Siege. So, wir spielen heute eine Runde ohne Rang erstmal. Denn mit Rang, ja, ist mir zu viel Geschwitze. Und die spiele ich nicht so oft. So, zu meinen Operatoren hier erstmal. Zu meinen Angreifern. Ich habe noch nicht alle, darauf tue ich hinarbeiten. Spielerspiel seit Release, aber mit über ein, zwei Jahre Pause, glaube ich, war das. Ich glaube, es über ein Jahr Pause. Vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Ich habe letztes Jahr erst wieder aktiv angefangen, im Winter. Ja, zu dem Spiel an sich kann ich eigentlich nur sagen, dass es ein Taktik-Shooter ist und verdammt viel Spaß macht, wenn man das richtige Team hat. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Let's Play, bei den Runden, bei meinem vielleicht gemeinsamen Rages. Vielleicht würdet ihr das genauso fühlen wie ich. Wer weiß das schon. Hier können wir jetzt eine Karte bannen. Also ich mag zum Beispiel Küste überhaupt nicht, deswegen tippe ich immer für Küste, wenn Küste auftaucht. Clubhouse ist einer meiner absoluten Lieblingsmaps und Konsulat finde ich sogar auch. Klar, viele mögen Konsulat nicht, aber ich mag Konsulat noch. Guck mal, es wird natürlich Clubhouse, perfekt. So, jetzt kommt nämlich eine Operator-Bann-Phase, da dürfen wir nämlich unsere Operator-Bann, die, wissen es nicht unsere, sondern allgemein Operator-Bann, die dann das gesamte Spiel nicht spielen dürfen. Und im Clubhouse ist es extrem wichtig, Thatcher zu bannen, denn der mit seinen EMP-Granaten ist einfach die Macht. Vor allem, wenn du als Spieler die eine Wand schützt, also du kannst Wände schützen, hochziehen, und zwar verstärken mit Metall. Und dann kannst du verschiedene Gadgets, gibt es wie einen Störer, da kannst du die Wand, da funktionieren deine Sprengladungen nicht. Und Blitz hat zum Beispiel, Bandit meine ich, hat zum Beispiel Elektronen, also aufgeladene Batterien, so Autobatterien, die er dann an der Wand anklemmen kann. Und dann logischerweise, weil es eine Metallwand ist, natürlich unter Strom stehen. Und da kannst du natürlich auch deine Ladung nicht dran platzieren. Kriegst noch zusätzlich Schaden. Und Fetcher, der kann halt die Sachen alle ausschalten. So, Montagne ist ein Vollrüstungsoperator, der ein komplettes Ganzkörperschild aufstellen kann, oder nicht aufstellen kann, sondern an seinen Körper besitzt. Und das ist natürlich völliger Bullshit. Den zu deffen, das ist echt nicht leicht. So, Kavira. Kavira ist eine, ja, die ist sehr leise unterwegs. Sie hat einen leise Tritt, ihre Spezialfähigkeit. Und kann dich auf den Boden schießen. Ihre Pistole macht übrigens 99 Schaden. Ein Hit bis am Boden. Bis zu 2, Entschuldigung. Und dann kann sie dich erstmal Stealth killen mit Messer. Also verhören. Und somit werden wir dann alle auf der Karte aufgedeckt. Und das ist einfach nur eklig. Einfach nur eklig. So, ich spiele jetzt in der Runde Valkyrie, weil Kavira halt gebannt wurde. Auf Clubhouse spiele ich eigentlich Kavira, aber auch nur, weil ihre... ihre Waffe halt mega geil ist. Ne? Mal bin ich mal gespannt. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. So. Und dann hier gibt es wieder Fresh Rüstung. Wollen wir ein paar Camps hier platzieren? Nur noch 5 Sekunden. Ah ja, schlimmste Spots immer hier. Immer. Bombe vom Gegner entdeckt. So, fürs Peaken ist natürlich jetzt viel zu spät fürs Spawn Peaken. So, Schulz haben wir Sledge geholt.
Weil viele einfach sinnlos immer schnell reinpushen. Und so kannst du extrem schnell immer welche wegholen. Aber ich höre den nächsten da oben. Das ist der Teammate. Ja, siehst du? Ja, der scheiß Baum. Da sieht man natürlich nicht so viel. Nur noch ein Gegner übrig. Ja, guck mal, das war's schon mit der Runde. Ja, die Ella hat die einfach alle weggenatzt. Einfach alle auseinandergenommen. So, noch eine Runde Walkery. Viele sagen ja, klar, Walkery ist ja eine Charakterin, die zu vielen kämpft. Sie ist halt ein Anchor, meiner Meinung nach, oder nach vielen Meinungen, dass man mit ihr in den Raum sitzt und viel spottet, mit den Camps. Aber dadurch, dass sie eine MPX hat und dass sie eine verdammt starke Waffe ist, bin ich der Meinung, dass man mit der schon ein bisschen roomen kann. Einfach aus dem Grund, dass die MPX halt so verdammt stark ist. Ne? Es gibt halt genug Charaktere, die können das Spotten übernehmen. Ne? Und dann muss meiner Meinung nach nicht unbedingt Walkery das machen. Nur noch 5 Sekunden. Wartet verstärkt, Red wurde platziert. Die Gegner müssen noch eine Bombe lokalisieren. Taten sind mehr wert als Worte. Störsender aktiviert. Der Stacheldraht ist verlegt. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Nein, die Gegner lassen sie ziemlich lange auf sich warten. Das taktische Geschick ist natürlich in dem Spiel sehr wichtig. Genauso wie das Stealth. Ja, siehst du, das meine ich halt, ne? Der wusste halt jetzt, dass ich da komme, weil ich halt zwei eliminiert habe. Aber dass er da so liegt und schon wartet, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Aber so schnell kann es gehen. Muss nur einmal unachtsam sein und schon ist man tot. Wechsle Magazine. Ja. Die Planten, Bruder. Der Bombenentschärfer wurde erfolgreich platziert. Nur noch
Gegner übrig. Oh mein Gott, also dieser Sledge, der war echt gut diese Runde, holy shit. Was der da gerissen hat diese Runde, der hat uns ja gefühlt alle auseinandergenommen. Oh Mann, oh Mann. Ja, das, da kann ich nur dazu sagen, yep. Das fand ich auch, dass die echt stark war, die Nate. Ich spiele jetzt mit Legion. Legion verdammt OP Operator, die Waffe verdammt stark, seine Gumin sind verdammt stark und dazu hat er auch noch 8 Stück davon. Klar, sie müssen sich aufladen, aber die sind schon echt trotzdem stark. Sehr stark. So, die kamen ja alle von hier hinten. Wir werden jetzt dieselbe Taktik anwenden. Nur gucken, dass wir, wenn wir da zwei erwischen, uns nicht gleich wieder von Sledge abknallen lassen. So, hier machen wir jetzt ein größeres Loch. So, dass man gerade so durchziehen kann, so. Und hier werfen wir. So, dann werden die nämlich sich darauf fokussen, auf das große Loch und nicht auf das kleine. 5 Sekunden. Bombenstandort sicher. Ja, die Rotation, die werde ich gleich machen. Aber siehst du, was ich damit meine? Okay, dass da wirklich noch mehr drin, dass wirklich 3 Stück draußen warten, hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe jetzt meine Frags geholt und hoffe, dass ich damit das Team mir relativ geholfen habe. Wow, wow, wow. Ich bin ja ziemlich schieß für die Jungs. Ein Gegner übrig. Ja. Gegner eliminiert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Haben wir gut geholt die Runde. Ja, wenn man nicht die Blendgranate guckt, bist du auch nicht geblendet. Das ist schon ein sehr, 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 sehr geiles Feature. So, hier spiele ich Ace als Angreifer. Schärfer nehme ich auch gern mit. Ah, beziehungsweise ich versuche es doch mal mit Ash. Aus dem Grund, die werden nämlich safe oben in den Raum rechts sein. Da sind die nämlich so wie immer am Anfang. Und da kann ich echt gut die eine Wand mit Ash einspringen und bin schon drin. Auf dem Dach. Ich kann die nämlich, genau, hier vorne sind die drin. Und ich kann auf der anderen Seite in den Raum schon reinkommen. Wo bist du denn? Beziehungsweise hätte sie denn schon im Visier? Und daraus checken sie ja meist nicht. Ich sehe, guck hier, wir schon den einen, der uns hier spawn picken möchte. So, also ich würde denn hier reinkommen, in den Bereich. Ne? Und wir halt dann schon wirklich in den Raum, wo die sich am meisten auch befinden. Ich hoffe halt, dass es jetzt klappt. Dass wir schnell den Sieg holen. Und vor allem, dass dieser Warden da oben.
dir das dann? Dieser Warden. Was für ein Lümmel das ist. Ist hier auf? Zu? Werfe Blendgranaten! So, da ist jetzt auf. Und weißt du, was wir jetzt machen? Werfen wir einfach hier eine Dings. Schauen hier rein, gucken, was abgeht. Guten Tag. Hier ist keiner. Nur ein Smoke. Ich lade kurz nach. Okay, gut, die Cupgun-Falle kam jetzt unerwartet. Habe ich gar nicht drauf geachtet, dass wir einen Cupgun haben. Spätestens bei der Rotation wäre ich tot gewesen. Naja. Obwohl, ne, ich glaube, ich hätte es rausgelernt aus der Explosion. Hoffe ich, denke ich. Ja, gut. Ich glaube, ich würde es mal versuchen mit. Ace tatsächlich dann. Denn von dir hat Maeve. Unser Money Boy spielt Ash. Weißt du, was jetzt echt witzig ist? Wenn die jetzt wirklich Blitz spielen oder Mute, bräuchte er jetzt einen Thatcher. Und ich auch. Wir müssen eine Bombe aufspüren. So, es könnte sein, dass die wieder im selben Raum sind. Könnte auch sein, dass die oben sind oder im Keller. Aber die sind meistens immer wieder im selben Raum. Den hier vorne, wo man gut verteidigen kann. Ja, wisst ihr, und schon haben wir es wieder. Der sitzt nämlich hier. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Hier ist nämlich ein schöner. Boom, boom. Na, schade, ich dachte, er gibt Cupgun noch einen mit. Das war nicht mein Ziel. Flieh, Drohne, flieh! So. Ich wette mit dir, dass da oben unser Warren wieder sitzt. Der ist das jetzt nicht da? Ja, die AK-12, einer der besten Waffen. So, wir pushen natürlich von hier unten. So, Drohne. Rein da. Hier ist keiner. Rinde in der Olga. So, gucken, wo die Bombe ist hier. Es war natürlich klar, dass er da hinten so drin sitzt. Ah, was? Einer bleibt der Operator vom eigenen Trupp.
Okay, das war's. Wir haben gewonnen. Ich hab den echt nicht da liegen. Ich dachte, ich hätte echt Smoke erwischt gehabt. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Nicht Smoke erwischt, hatte den anderen. Na gut, das war's mit der Runde. Platz 2. 6-3. Ja, läuft doch, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und trotzdem den ganzen Trash-Talk. Und ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Und tschüss.